Hallo bei Phil's Philosophy, die Entdeckung des Selbst bei Heidegger. Die Begriffe Gemeinigkeit, Faktizität, Geworfenheit sind heute Thema. Heidegger kritisiert die Phänomenologie Husserls. Das ist vor allem die phänomenologische Reduktion, die Husserl hier vorsieht. Und Heidegger kritisiert sie eigentlich nur für den Fall, dass wir diese phänomenologische Reduktion auf den Menschen anwenden, auf uns selbst, auf unser Bewusstsein. Heidegger unterstützt an und für sich sehr die Phänomenologie Husserls, doch er kritisiert sie in einer bestimmten und entscheidenden Hinsicht. Husserl hatte die von ihm sogenannte phänomenologische Reduktion vorgeschlagen. Was ist das? Um rein beobachtend zum Wesen eines Phänomens vorzudringen, müsse man gerade von allen zufälligen und individuellen Urteilen absehen, müsse sich, Zitat, jedes Urteil über räumlich-zeitliches Dasein, also hier und jetzt und Situation, völlig verschließen, also absehen von der konkreten Existenz von etwas und von all seinen Bestimmungen. Und man solle nur auf das Allgemeine sehen. Heidegger schätzt Husserls phänomenologische Wesensbestimmung von Dingen, doch er warnt davor, die phänomenologische Reduktion auch dann anzuwenden, wenn wir über uns Menschen selbst nachdenken. Denn hier verlieren wir gerade das Entscheidende, wenn wir uns unserer Existenz nicht mit bewusst sind. Heideggers Vorlesung aus der Mitte der 20er Jahre, da sagt er, ich sehe gerade, wenn ich die Essenz, ja, also das Wesen von Farbe und Ton zum Beispiel bestimme, dann sehe ich von ihrer Existenz, ja, ihrer Existenz ab, von ihrer jeweiligen Vereinzelung, ob die Farbe Farbe eines Dinges ist oder in der und der Beleuchtung ist. Ich sehe nur darauf, was Farbe als Farbe, mag sie existieren oder nicht, ist. Von ihrer Existenz sehe ich ab. Doch was, fragt Heidegger jetzt weiter, wenn der Gegenstand nicht die Farbe ist, sondern menschliches Bewusstsein, das wir phänomenologisch untersuchen, ja, vielleicht sogar der Mensch selbst, wir selbst. Heidegger warnt vor dem, Zitat, Absehen von der realen Vereinzelung, in dem Glauben, dass was eines jeden Seienden, auch des Menschen, sei unter Absehen von seiner Existenz zu bestimmen. Denn wenn es ein Seiendes gäbe, fragt Heidegger, dessen was es gerade ist, zu sein und nichts als zu sein. Es wird sich zeigen, sagt er, dass dieses Missverhältnis in der Phänomenologie herrscht, also in der von Husserl, und herrscht wiederum aufgrund der Herrschaft der Tradition in dieser an und für sich ja neuen Philosophie. Wenn es um das Wesen des Menschen geht, was ist der Mensch, muss dieses nackte Das unserer Existenz, also ich bin, unbedingt mit einbezogen werden. Und jetzt kommen die drei Begriffe und Bestimmungen. Dasein ist Jemeines, das ist die Jemeinigkeit. Dasein ist das Seiende, das ich sehe, selbst bin. Also mit Dasein ist der konkrete, existierende Mensch gemeint, an dessen Sein ich als Seiendes ja beteiligt bin. Ein Seiendes, das ist, und zwar in meiner Weise ist zu sein. Das Sein, darum ist diesem Seiendem, dem konkreten Menschen in seinem Sein geht, ist Jemeinig oder Jemeines. Dasein, also der konkrete Mensch, ist daher nie zu fassen als Fall und Exemplar einer Gattung von Vorhandenem. Es geht also nicht darum zu bestimmen, das ist ein Exemplar von XY, sondern es geht um ein herausgehobenes Dasein. Das Dasein hat eine eigentümliche Selbigkeit mit sich selbst im Sinne der Selbstheit. Dieser Begriff Selbstheit taucht ja auch hier in dem Titel auf, die Entdeckung des Selbst. Es ist so, dass es in irgendeiner Weise sich zu eigen ist. Es hat sich selbst oder muss sich selbst auch haben. Die Gemeinigkeit, das Sein eines konkreten Menschen lässt sich nicht beschreiben ohne folgende Struktur. Niemand nimmt mir die Aufgabe ab, mein Leben zu führen. Der zweite Begriff, die Faktizität, und der dritte Begriff, die Geworfenheit. Dieses, das es ist, nennen wir die Geworfenheit dieses Seienden, des konkreten Menschen. Und zwar die Geworfenheit in sein Da, hier und jetzt, die Situation. Der Ausdruck Geworfenheit soll die Faktizität
der Überantwortung andeuten. Wir sind unserem nackten Das überantwortet, sind in unserer Existenz ungefragt hineingeworfen. Seiend ist das Dasein, also der konkrete Mensch, geworfenes, nicht von ihm selbst in sein Da gebracht. Wir haben uns nicht selbst hervorgebracht. Wir sind uns des eigensten Seins von Grund auf nie mächtig. Das ist also ein Moment der Unverfügbarkeit in der Faktizität und der Geworfenheit. Das Faktum, dass ich bin nämlich im Sinne des Nackten in der Weltseins. Diese nackte Tatsächlichkeit ist nicht die des Vorhandenseins wie ein beliebiges Ding. Sondern der Grund ist ein existenzialer, das heißt ein erschlossener Grund, und zwar ein Abgrund. Das Dasein ist so, dass es dieses eigentümlich Faktische, das heißt seine Faktizität selbst, ist. Damit ist eigentlich nur gemeint, ich bin mir meiner Grundlosigkeit bewusst. Also das Ding ist einfach da, ist einfach vorhanden, und Heidegger will sagen, wir als Menschen, als konkrete existierende Individuen, sind nicht einfach vorhanden, sondern wir haben einen Grund, der uns erschlossen ist. Aber dieser Grund ist gerade ein Abgrund. Das heißt, wir merken, dass wir uns selbst nicht zur Welt gebracht haben, dass wir nicht über uns verfügen, dass wir uns auch nicht einfach abwählen können, sondern dass wir unserer Faktizität überantwortet sind. Zur Take-Home-Message: Heidegger möchte die Phänomenologie Husserls unbedingt fortführen, doch er kritisiert an ihr, dass sie, wenn sie das menschliche Bewusstsein und den Menschen untersucht, von seiner konkreten Existenz gerade absieht. Den Menschen in seiner konkreten Existenz nennt Heidegger Dasein, weil er sein Da zu sein hat, weil er seine Existenz übernehmen muss. Gemeinigkeit, das bedeutet, niemand nimmt mir die Aufgabe ab, mein Leben zu führen. Und Geworfenheit und Faktizität, das meint, wir Menschen existieren so, dass wir uns der Grundlosigkeit unserer Existenz bewusst sind. Wir sind einfach da, finden uns vor und müssen selbst entscheiden, wie wir leben möchten. Die Entdeckung des Selbst bei Heidegger, die drei Begriffe Gemeinigkeit, Faktizität, Geworfenheit, habe ich versucht zu erklären. Ihr denkt unbedingt weiter darüber nach. Bis zur nächsten Frage bei Phil's Philosophy.